But that's the fox say. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. What does the fox say? Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Da sind wir wieder. Hier irgendwo ist meine Kiste. Kein Spaß. Ja. Das wäre verrückt, Papa. Das wäre verrückt. Sind Sie jetzt genau die Koordinaten? Guck's dir an. Ja, Papa. Jetzt muss aber noch zurück, leider. Ohne zu sterben, Papa. Ohne zu sterben. Was machst du denn jetzt? Achso, den Matsch lässt du da, oder was? Brauchst du nicht zurückbauen, sagst du? Ich zieh mir erstmal eine scheiß Rüstung an, ich will nicht sofort. Das ist ja Sensation. Jetzt wird's ja mal wieder ein bisschen interessanter. Kurz. Also, bevor du jetzt nochmal stürzt und dann wieder in die Lava fällst. Ihr Lieben, er hat's geschafft. Er hat die Kisten gefunden. Es hat 3 Jahre I'm gedauert. On top of the world. Hey! Summer on top of the world. Hey! Ich werde nicht mal mehr sterben, denn ich habe alles am Start. Wir haben dafür 4 Folgen gebraucht. Ah, 4. Aber scheiß drauf. André lebt nur einmal im Jahr. 4 Folgen. So, mal gucken, wie viel wir brauchen. Ich will sagen, wie lange wir brauchen, bis du wieder nach Hause kommst. Das Problem an der Sache ist, Pape. Aber on top of the world, hey! Das Problem an der Sache ist, wenn du vorher stirbst, dann kannst du die ganze Scheiße wieder machen. Und dann ist es noch schlimmer, weil dann die spawnt die Kacke, dann musst du dich richtig beeilen. Und dann das ist eher alles. Nee, dann können wir uns fragen, warum haben die letzten 8 Folgen aufgenommen, wenn du trotzdem zu Hause in deinem Bett ohne alles spawnst? Verstehst du das, Papa? Nimm den Sattel mit. Ich hab gehört, der Sattel ist echt wichtig. You know Nimm den Sattel. You. I know you want me. Nein, want niemand you. Eigentlich. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Geil ist ja auch, dass die Axt auch fast kaputt ist. Obwohl, das ist eine Eisenaxt, ne? Keine Diamond. Guck dir die Diamanten an. Shine bright like a diamond. Guck dir die Diamanten auch nochmal genau an, Pape, weil das ist das letzte Mal, dass du sie siehst. Also, es sei denn, du machst das Dings auf, aber... Nein! Ne? I need somebody, nein! Ich werde nach Hause finden. Nein. Doch! Wie? Doch! So, guck ich mal, wo ich überhaupt hin muss, ne? Wie? Minus 84. Ja, guck mal die 2 und nochmal Solo, bitte. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mich auf der 3 sehen willst. Ja, hab ich jetzt auch. Das übersteuert halt. Ja, ich übersteuere halt. Ja, warum singst du denn nicht weniger aufdringlich? Weil, so, ihr Lieben. Soll ich dir sagen, warum? Das 4 Folgen haben wir dafür gebraucht, dass Pape seinen Shit wiederfindet. Jetzt haben wir seinen Shit und jetzt wird er gleich sterben und kann die ganze Pisse nochmal von vorne machen und ich hänge mich hier auf. Hello. Live. Hello again. Deinen komischen Stab hast du ja, den du brauchst, ne? 8 Stück habe ich davon. Und kannst du damit jetzt endlich, wenn du in 3 bis 5 Folgen zu Hause ankommst, den Enchanting Table bauen? Ja. Nein, einen Braustand, weil mir fehlen ja noch Diamanten. Oh Gott. Einen Braustand? Ja, da kann ich mir Tränke brauen. Ach ihr Lieben, warum immer ich? Ich könnte jetzt, keine Ahnung, mit meiner Frau Liebe machen oder irgendwas Schönes. Du könntest auch an deiner Wurst spielen. Das auch. Oder ich könnte sie die Dosenwurst essen sogar. Mit frischem Brot. Aber nein, ich hänge hier irgendwie in der Regie und muss mir Papas Minecraft Let's Play angucken. Was 1000-mal geiler ist, wolltest du sagen. Und du fällst so runter und bist gleich tot. Irgendwas schießt gleich auf dich und dann bist du am Arsch. Nö. Ich hab Haare. Du weißt, wo du lang musst? Nö. Also ich kenn die Koordinaten. Aber wo das jetzt genau ist? Ich guck mal, ob es neue Comments gibt. I'm on top of the world, hey? Summer top of the world, hey? Und ich komm nach Horm, nach Horm, nach Horm, nach Horm, nach Horm. Außer Watashi war, statt Adizu. Du weißt, dass das... Aua, ich brenne. Und jetzt, ich brenne. Genau hin. Ich brenne. Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem Papa merkt, dass er die letzten 4 Folgen verkackt hat. Hallo? Lösch bitte! Lösch dich doch! Junge! Wenn du jetzt stirbst, hau ich dir persönlich auf die Fresse. Oh, ich brenne nicht mehr. Oh. Das ist einfach zu schön, Junge. Ich muss kurz mal. Das ist einfach das Synonym für. Geil. Gib mir einen Apfelring! Nein. Doch, ich habe meine Sachen wieder gefunden. Oh. Na gut, bring ich dich vorbei. Lauf weiter, ich bring das vorbei. Okay. Ich will nicht mehr so viel davon fressen, mir ist schon schlecht davon. So viel habe ich davon gefressen. Alter, ich habe letztens die geilsten Chips der Welt herausgefunden, ey.
Weißt du, welche das sind? Kessler, Kesselchips oder wie die heißen. Oh, du. Fünf auf einmal, du bist so gierig. Und schmatzt auch noch. Ich muss nur erzählen, bei. Ey, sprichst du Org oder was? Aber falls du es schaffst, was natürlich nie passieren wird, aber falls du es schaffst, wirklich in die freie Wildbahn, in die Freiheit zurückzukommen, dann machst du endlich diese scheiß Koordinaten auf, die nerven. Verstehst du das? Mhm. Schmatzi. Was sagst du dazu eigentlich, dass Facebook WhatsApp gekauft hat? Egal. Ja, befürchtet. Hab ich befürchtet, Pavel. Die sind lecker. Wer ist lecker? Die Apfelringe. Facebook-Designer machen sie an die Arbeit, WhatsApp ebenfalls zu ruinieren. Ja, weil ja auch Facebook nur voll ruiniert ist. Ich wollte gerade sagen. Ach, das sind wieder diese Schnacker, ey. Ebenfalls zu ruinieren. Die Tagespresse. Welche Boulevardzeitung schreibt das denn? Ziemlich einfallsreicher Name. Und das hat glaube ich, Mark Zuckerberg selber ironisch gesagt. Hm? Über Facebook werden sie natürlich auch bei WhatsApp spontan zwischen beiden Spalten hin und her springen und ebenfalls spurlos verschwinden. I'm on top of the world, hey! Ich muss irgendwie nach Hause. Der bessere SMS-Dienst. Ja, deswegen haben sie es auch. Prima, das bessere WhatsApp. Ja, nutzt es aus. Irgendwie super. Prima. Lag, Alter. Nie gehört vorher. Was denn? Ey, ich hab hier echt Schiss, weil das hier super laggt, ey. Xing ordnet die Fußball-Bundesliga-Tabelle neu. Welcher Verein hat die schlauesten Fans? Ja, wissen wir ja. HSV! Dritter sind wir. Ja, HSV. Bundesliga-Vereine auf Xing mit den meisten Gruppenmitgliedern. Erstens Bayern München, 9.139. Das sind keine Fans, das sind Sympathisanten. Ja, ist doch egal. Bundesliga-Vereine mit Xing mit den meisten Gruppenmitgliedern steht hier. Borussia Dortmund, Zweiter, 7.046. Dritter, Werder Bremen! Werder Bremen! Stinkt ganz doll nach Müll. Nein. Oh, da, hier kommt auch noch. Pass auf. Also wir sind Dritter bei den meisten Gruppenmitgliedern. Bundesliga-Vereine auf Xing mit dem höchsten Anteil an Fans mit Universitätsfachhochschulstudium. Schwieriges Wort. Eintracht Braunschweig, Erster, wird sich Mace freuen. 72%. Freiburg, Zweiter, 72%. 0,1% dahinter nur. Dritter, VfB Stuttgart, 70%. Da sind die auch mal irgendwo oben, die drei Mannschaften. Bundesliga-Vereine auf Xing mit dem niedrigsten Anteil an Fans mit Universitätsfachhochschulstudium. Erster Hamburger Sportverein, 62%. Also die dümmsten Fans. Gratulation, Pape. Nee, das hat ja nichts mit dümmsten Fans zu tun. Doch, den niedrigsten Anteil mit Universitätsstudium quasi. Höchste ja, Braunschweig, Freiburg, Stuttgart, niedrigste Hamburg, Mainz, Augsburg. Ihr seid die Deppen der Liga. Nee, wir gehen einfach nicht zu hoch, wir studieren einfach nicht. Richtig, genau. Das ist natürlich was ganz anderes, als ich das gerade erzählt habe. Bundesliga-Vereine mit dem höchsten Anteil an Fans aus der Vorstandsetage. HSV! Ey, ich übersteuere gerade echt heftig, ey. Bitte, ja, dann schreie halt nicht so. Bundesliga-Vereine mit dem höchsten Anteil an Fans aus der Vorstandsetage. Hoffenheim, Mainz, Braunschweig. Ey, dass wir Dritter sind, ist ja so nice. Die meisten Fans. Vierter Frankfurt, fünfter HSV immerhin mit den meisten Fans auf Xing. Fünfter immerhin. Was ist Xing denn überhaupt? Xing ist auch so ein Social Network Media. Kommunikationsplattform, ja. Naja, ist jetzt nur so ein Goodie. Okay. Fuck. Ah, Papa. Da passt man einmal auf dich nicht auf. Was ist passiert? Papa, was ist passiert? Papa, du musst Mann! Du musst dich beeilen, dein Zeug wieder zu holen.
Oder wir beenden diese ganze Kacke und du fängst einfach mal von vorne an. Papa, es wird despawnen. Schnell, wenn du dich nicht beeilst. Wie ist es passiert? Ich hab's nicht mehr aufgepasst, weil ich hier das gelesen habe. Wie ist es passiert, Papa? Was hast du deiner Verteidigung? Ich brauche ein scheiß Schiff nochmal. Bitte schnell. Oh Mann. Vielleicht schaffe ich's noch. Oh Mann, ey. Ich hab schon wieder... Ich stand auf einer Kante, hab aber die Shift-Taste gedrückt. Ach, ihr Lieben. Ich meine, ich weiß, ihr denkt, ich bin ein Arsch und habt ihr auch sicher recht, aber im Prinzip habe ich von Anfang an gesagt, Pape, mach's von vorne. Wenn du es findest, wirst du sterben. Und wer hatte wieder recht, ihr Lieben? Einige von euch werden jetzt sagen, ja, wir haben das auch von Anfang an gesagt. Eigentlich haben wir alle recht gehabt. Ich lasse den Schiff mal kurz bei mir. Ja, okay, das muss weiter. Ja, ihr Lieben, was soll man dazu sagen? Ich meine, oh, es nervt echt. Ja. Oh. Und wenn's. Ja. Und der Lemming kehrt natürlich zurück, aber muss mal kurz sein. Mal kurz, ja. Oh Mann! Das ist, ey, Neta ist echt die Hölle. Ja. Mann! Uchelwalle. Aber ihr Lieben, er hat es immerhin gefunden, ja. Jetzt wird er nochmal sterben, auf dem Versuch, es wiederzufinden. Oder es wird despawnen, leider. Und dann können wir vielleicht endlich neu anfangen. Mhm. Ach, Papa, hätte ich dich bloß nicht mit meinen tollen, interessanten Geschichten hier unterhalten, ne? Dafür bist du einfach nicht gemacht, ne? Das ist Multitasking, da musst du nachdenken und spielen. Nee, aber... Rülpsen der Tiermörder, ne? Ne? Bin ich nicht. Doch, bist du? Mm-mm. Doch, ein bisschen. Oh, ein bisschen, Papa. Bin ich wirklich nicht. Papa! Das ist eine schlechte Gottstimme. Hier spricht die Reinkarnation von Watashiwa Stadadesu. Das ist schon ein geiler Name. Ja, stimmt schon. Wenn man ehrlich ist. Oh, Papa, ich kann nicht glauben, dass du schon wieder gestorben bist. Ey, die Leute werden so enraged vor dem Rechner. Wir würden sagen, Papa, du gehst gar nicht. Und womit? Ich guck mal eben, ob Dena auf Facebook eine Seite hat. Das wollte ich mir auch mal gucken. Da ist er. Mediacraft Network, der wird ja auch gepusht ohne Ende momentan. Siehst du in jeder Werbung, überall siehst du Dena, Dena, Dena. Ich glaube, sie wollen ihn als neuen Gronkh implementieren, gefühlt. Ist eigentlich Gronkh auch bei Mediacraft? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Würde mal interessieren. Hast du das Gefühl, dass die ihn wirklich bis in die Unendlichkeit pushen wollen, den Dena? Ich habe ja mal so ein paar Sachen von ihm geguckt und ich finde den ja so kacke. Also er kann ja nichts dafür, ne? Und soll jeder sein Ding machen. Und ich gönne ihm das ja auch, soll machen, was er will. Aber für mich... Ist das nix? Für dich ist das nix? Hat begonnen, hier schon zur Schule zu gehen. Rheinische Fachhochschule Köln. Der Typ ist halt 12. Wieso geht der zur Fachhochschule? Vielleicht hat er das ja drauf. Wer ist der denn? Wohnt in Köln, kommt aus Lübeck. Auch ein norddeutscher Jung. Immerhin. YouTube-Partner bei Mediacraft Networks. Vorher GameStar. Ah. Welches? Was für ein Jahrgang ist der? Würde mich interessieren. Oh. Ja, der hat, glaube ich, viele Fans. Aber wie gesagt, bei mir, der ist auch wirklich in jedem Gaming-Video rechts in der Leiste. Dena, irgendwie vor jedem Video kommt ein Video, irgendwie, wo er irgendwas macht. Videos, Werbespot, das ist krass. Im Wrestling würde man sagen, der Typ ist over. Was ist er? Over. Over? Hm. When Love Takes Over, oder was? Ey. Oh, das nervt so unglaublich doll. Ja, uns gar nicht. Ich spreche mal, spreche ja nur für mich, aber ausnahmsweise spreche ich mal für uns. Das nervt sehr. Das Problem ist, wenn ich da angekommen bin, sind die Sachen wahrscheinlich... Ich habe ein bisschen auf Facebook rumgesurft und gefunden irgendwie einen Blog, wo jemand über Lego schreibt. Was? Ich liebe Lego, das war das Spielzeug meiner Kindheit. Stunde um Stunde, Stein um Stein. Ich habe als kleiner Junge Lego auch geliebt. Ich habe Lego Raumfahrt gesammelt. Und ich würde manchmal gerne selber immer noch bauen. Warte, liest du gerade was vor? Oder ist das unfassbar überteuert werden? Ich finde es frech. Es gibt übrigens ja auch Minecraft Lego. Hast du es mitgekriegt? Ja, ne? Nee. Lego Minecraft gibt es. Ich finde Lego geil. Fand ich immer. Aber die Preise dafür, das ist echt frech, finde ich. Wenn man meinem Neffen irgendwas kaufen, irgendwie, da muss ja irgendwie 100 Euro für zahlen. Für den kleinsten Scheiß. Früher hast du die ganz großen Sachen für 50 Mark gekriegt, das weiß ich noch. Das war damals schon unglaublich teuer. Ey, ich finde da so schnell nicht hin. Die Sachen werden despawned. Ja,
sagst du erst so seit 7 Folgen, ist okay. Pape, fang doch einfach mal von vorne an. Pavinio versucht in Lava zu schwimmen, steht da ganz dick. Das Witzige ist, wenn ich den Chat öffne, guck mal. Versucht in Lava zu schwimmen, schwimmen. Oh, Villa Gutfick, home sweet home. Kannst du bitte den Scheiß, den Kulinarenkack ausmachen? Ja, Pape, ist ja nicht so, dass ich es von Anfang an gesagt habe, dass wir jetzt 6 Folgen damit verdaddelt haben. Warte, nee, 6 nicht, 5. Eine ganze Staffel quasi, eine ganze Aufnahmesession. 5 Folgen, das hier ist die 5. Dafür, dass wir das eigentlich hätten alles, aber ich glaube, die Leute haben es gefeiert, ganz ehrlich. Ich glaube, das war schon so ein Running Gag jetzt. Wir werden es wissen. Können ja Comments lesen, das wissen wir jetzt noch nicht, ob sie es scheiße langweilig fanden oder ob sie es gefeiert haben. Ja. Es nervt trotzdem, ey. Weißt du, man hat echt fast alles. Ja, Papa. Man hatte alles. Ja, aber jetzt nicht mehr. So schnell kann es gehen, ey. Aber nochmal so einen Sattel mit und hol dir auch mal ein Pferd. Das hätte doch Stil. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr alle wieder aufwachen. Papas Minecraft Let's Play geht wieder von vorne los, beziehungsweise die große, Papa geht auf die große Reise. Papa, was, wo du jetzt so versagt hast, was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Du bist ziemlich demoralisiert, das muss man sagen. Ne? Du stehst quasi vor dem Nichts. Ich bin echt gerade ein bisschen... Ja? Na, nicht demotiviert, aber enttäuscht, möchte ich sagen. Lass alles raus, Papa. Weil ich hatte eben echt, ich stand gar nicht, ich war nicht mehr so weit weg vom Ausgang. Ich hatte nur, vor allem die Karte ist auch drauf gegangen. Oh, ich könnte kotzen. Huh. Oh. Aber das ist Minecraft, ne? Ja, das ist Minecraft. Oh, ätzend, na gut. Ja, dann haben wir einen spannenden Neubeginn, Papa. Ist doch geil. Dafür hast du mir meine Dinger geklaut. Meine Zwiebelringe hätte jetzt was gemacht. Zwiebelringe? Ja, richtig. Ich möchte, dass du so langsam mitgewertet hast. Ich muss jetzt mal was zeigen. Okay. I'm on top of the world. Jetzt habe ich echt scheiß Ohren von dir. Fick dich bitte, Papa. Nein. Jens Schnaub. Schaub spielt Minecraft. Nenn wenig in Minecraft rumbuddeln. Ja? Ja. Das ist jetzt also sein Humor. Soll ich Minecraft, die offizielle Seite, mal liken, Papa? Soll ich mal sagen, gefällt mir? Die offizielle Minecraft-Seite, 8,7 Millionen Likes. Bam! Now supports a new skin layout. Minecraft Skins Schedule updated, it's now Pixel Skins. Was ist das hier? Guck ich mal rein. Was ist das hier? Ich bin hier voll auf der offiziellen Minecraft-Seite. Oh, hier sieht man gerade einen Screenshot von allen Avengers. In der Xbox 360 Edition. Mit Skins. Minecraft Reams Beta, was ist das denn? Was ist Minecraft Reams? Was? Minecraft Reams Beta. Available in Sweden. In Sweden? In Sweden. Ich hab keine Ahnung. Papa, ich meine, ich denke, du bist hier so ein Szene-Joke. Es gibt sogar eine Messe für Minecraft. Minescom in Orlando, Florida. Krass. Da würde ich ja gerne hin, nicht? Doch, da würdest du gerne hin. Papercraft Competition. Das heißt, es gibt Leute, die bauen diese ganzen Blöcke mit Papier nach. Ist ja auch interessant. Interessant, interessant. Was die Minecraft-Seite hier so zu bieten hat. Ich glaube, ich like die mal, Papa. Würde ich auch mir nie träumen lassen. Minecraft Skin Studio. Ich hab noch kein kleines, liebes Tier. Fuck. Ich hätte gern Minecraft. Kleines Schaf. Was ist denn? Ich hab vergessen, A, den zweiten Rechner wieder anzumachen. Du weißt also schon wieder, wie es weitergeht. Ich weiß ein Rezept gerade nicht. Ey, es gibt halt auch eine Portale oder eine mobile Version von Minecraft, ne? Fürs iPad und so weiter. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sowas auf dem iPad oder so zocken will. War? Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wir uns auf dem iPad zocken. So, ich habe jetzt gerade Minecraft geliked. Hast du gerade Minecraft? Nicht wundern, ich bin kurz am Handy, ja, weil ich den Rechner gerade nicht starten möchte. Nee. Minecraft. Wiki. Was wolltest du denn bauen, wenn ich das fragen darf? Eine Karte, wieder.
Aber was weißt du daran nicht? Vielleicht kann ich dir den Kompass weiß ich gerade nicht. Ja, Pape, wir gehen auch langsam wieder auf die 20 Minuten zu. Ihr Lieben, 5 Folgen, Pape im Neta. Und es ist genauso gekommen, wie Krömer vorausgesagt hat. Die 5 Folgen haben wir uns sparen können. Wir haben eine Menge Spaß gehabt hier mit Dosenwurst und Zwiebelringen, hätte ich fast gesagt. Zwiebelring und Dosenwurst. Wir haben es heute. Helge Schneider Song. Wir haben heute wieder gelernt, liebe Community, hört auf Stevenio. Weil Stevenio hat meistens recht. Ist das so? Ja. Passt nicht. Ha. Papier. Und schmeiß erstmal weg, weil du piss bist, oder? Babe, ich will es dir gar nicht sagen, aber du musst ein bisschen Rohstoffe farmen wieder. Hä? Du hast nix. Leere Karte. Toll. Ja, vielleicht ist sie noch, muss sie erstmal damit in die freie Wildbahn reintreten, raustreten, ins Gesicht treten. Nee. Vielleicht ist sie leer, weil sie noch nicht erforscht wurde. Aber die sah ja auch ganz anders aus vorher immer, oder? Ach, ihr Lieben, ich weiß es einfach nicht. Nee, ich bin gerade super enttäuscht. Wenn ein Pape sucht, machen wir mal einen Cut und sind morgen wieder da, hoffentlich dann mit einem Pape, der man nicht versagt. Bis morgen, liebe Community. Besten Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Das war's von der heutigen Pape Minecraft Weltfolge. Morgen geht's natürlich weiter. Und das Ganze könnt ihr natürlich bestätigen, falls es euch gefallen hat, indem ihr hier unten mal auf Gefällt mir drückt. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Drückt mal hier zum Abonnieren, falls ihr das auch noch nicht getan habt. Und hier oben sind 2 Videos verlinkt. Einmal hier unsere Sommervlogs, weil wir einen super schönen Sommer hatten. Das Ganze könnt ihr euch natürlich angucken. Und hier sind unsere ganzen Hearthstone-Projekte, wo ihr auch gerne mal reingucken solltet. Das war's für heute. Morgen geht's weiter. Bis dann. Ciao.